Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Waffenguide bzw. Waffenreview rund um Skill Special Force 2. Und diesmal habe ich mir die K3 angeschaut, das neue Maschinengewehr, welches letzte Woche rausgekommen ist. Und in diesem Video gehe ich das Ganze ein bisschen anders an. Zuerst sage ich natürlich wie gewohnt ein wenig was zu den Daten der K3. Also Schaden macht die K3 54 von 100 möglichen Schadenspunkten, hat dabei einen Rückstoß von 58, die Feuerrate liegt mit 72 relativ hoch, aber es ist ja auch ein Maschinengewehr, also wollen wir auch eine hohe Feuerrate. Die Präzision liegt bei 26 von möglichen 100 Punkten und kosten tut die K3 21.000 Skillpoints oder 89 Cash. Da ich alle anderen Maschinengewehre bereits angespielt und reviewed habe, werde ich euch jetzt ein bisschen was direkt zu den Werten der anderen Maschinengewehre sagen. Dementsprechend wird auch in diesem Video kurz das Maschinengewehr gezeigt, was besser oder schlechter ist. Und wenn ihr draufklickt, kommt ihr sogar zu meinem Waffenreview rund um das andere Maschinengewehr. Ich würde direkt mit der RPK 74 anfangen. Wenn man da das direkt vergleicht, die K3, preislich liegen die bei gleichem Wert, aber der Schaden der RPK 74 ist um einiges höher mit 70 Punkten. Dabei hat sie aber auch eine höhere Präzision von 46, was sie an sich zu einem besseren Maschinengewehr machen sollte. Lediglich die Feuerrate ist bei der RPK 74 geringer, denn mit 56 liegt sie fast 20 Punkte unter der K3. L86A1, wenn wir uns die Waffe anschauen, so liegen wir in fast allen Werten ungefähr gleich auf mit der K3. Lediglich die Feuerrate ist auch hier etwas geringer, aber eine deutlich höhere Präzision, denn mit 26 Punkten ist die K3 wirklich auf den niedrigsten Level der Präzision, was möglich ist beim Maschinengewehr, was mir persönlich in dem Gameplay, den ihr im Hintergrund schon ein bisschen seht, der gleich ein bisschen größer wird, fast das Genick gebrochen hat. Also ich muss sagen, das ist ein Punkt, der mir bis jetzt noch nicht so ganz so gefallen hat. Das heißt, mit der L86A1 zum Beispiel habt ihr einen etwas höheren Schaden, habt eine höhere Präzision, habt auch noch eine relativ hohe Feuerrate, aber die K3 ist halt von der Feuerrate geringfügig höher. Gucken wir uns die M249 an, hat sie einen Schaden von 47, also fast mit der K3, hat auch wieder eine höhere Präzision als die K3 und sogar eine höhere Feuerrate mit 82, also 10 Punkte mehr in der Feuerrate, ist in meinen Augen auch eins der besseren Maschinengewehre in Skill Special Force 2, aber dieses Video dreht sich eigentlich um die K3. Letztes Maschinengewehr, was wir noch vergleichen könnten, wäre die HK23E, Schaden ungefähr genau gleich auch mit 54 Punkten, hat auch eine geringe Präzision, ähnlich wie die K3, eine geringere Feuerrate, einen höheren Rückstoß. Also wenn wir die HK23E direkt mit der K3 vergleichen, so sind wir mit der K3 wahrscheinlich besser dran. Wie gewohnt sind Daten immer schön, aber wir wollen letztendlich die Waffe spielen und sehen, wie fühlt sich die Waffe an. Dafür habe ich ein kleines Gameplay natürlich, was ihr schon im Hintergrund ein bisschen seht. Jetzt machen wir das ein bisschen größer und schnacken mal, wie gefällt mir eigentlich die K3 an sich. Wie ihr wahrscheinlich anhand des Gameplays schon gemerkt habt, bin ich hier nicht irgendwo unterwegs, sondern in King's Temple. Das ist eine Team Deathmatch Karte im VIP-Channel. Ich war im VIP-Channel mal wieder unterwegs und ich glaube, Skill hat mal wieder ein paar Tage VIP verschenkt. Und deswegen konnte ich eine neue Karte mal einfach ausprobieren und habe mir gedacht, das nehme ich auch direkt fürs Gameplay. Daher ist der Score vielleicht nicht unbedingt der beste, weil ich die Karte nicht kenne, beziehungsweise wirklich das erste Mal drin war und die Laufwege in dieser Karte doch relativ interessant sind. Und das werde ich wahrscheinlich in einem anderen Video aber ein bisschen näher erläutern. Ich hoffe, ich kann dann auch ein paar Mal spielen, um mir dann wirklich guten Eindruck der Karte zu machen. Also, K3. Ihr wisst, Sturmgewehre sind meine Lieblingswaffen, dann kommen Maschinenpistolen und ein Maschinengewehr hole ich doch mal ganz gerne raus. Das ist aber deswegen ganz gut für mich, weil so konnte ich mir einen guten Eindruck der K3 machen. Im Großen und Ganzen, ich habe schon viel zu den Daten gesagt und ich finde immer, auf dem Papier wirkt eine Waffe vielleicht besser als sie ist oder andersrum wirkt schlechter als sie eigentlich ist. Bei der K3 habe ich aktuell wirklich noch gemischte Gefühle. Ich habe viele Matches gemacht, war in vielen verschiedenen Karten unterwegs. In meinen Augen gibt es auch Karten, die sich ein bisschen besser für Maschinengewehre eignen und ein paar Karten, wo man halt mit einer Nahkampfwaffe doch besser dran ist. Denn der größte Nachteil dieser Maschinengewehre in meinen Augen ist, ihr habt zwar eine relativ hohe Feuerrate, aber die Schüsse machen ja weniger Schaden als zum Beispiel eine reine Maschinenpistole. Und da, wenn ihr dann in den Nahkampf seid, was mir in diesem Gameplay relativ oft passiert ist, schießt ihr die Gegner zwar unglaublich oft an, aber wenn ihr nicht im Kopf trefft, werden sie euch wahrscheinlich mit einem Sturmgewehr oder eben mit einer Maschinenpistole abballern. Ja, ist mir halt oft passiert. Deswegen war ich auch ein bisschen frustriert mit der Waffe. Auf anderen Karten lief es auch nicht unbedingt besser, möchte ich mal sagen. Das soll aber nicht heißen, dass ich die K3 nicht gut finde. Ich finde, 21.000 Skillpoints ist oberes Segment der Maschinengewehre und
die sind diese für diese Waffe vielleicht ein bisschen zu viel, ist mein Eindruck. Also für 18.000 kriegt ihr auch schon mal das ein oder andere Maschinengewehr und im Großen und Ganzen werdet ihr damit 18.000 wahrscheinlich besser beraten. Ansonsten K3 vom Gameplay her hat mir gut gefallen. Ich finde, das Visier ist okay, aber in dieser Hinsicht war es so, dass ich im angelegten Modus, das heißt, wenn ich wirklich mit der rechten Maustaste anvisiere, da hat man gemerkt, die unglaublich geringe Präzision dieser Waffe. Rückstoß ist vollkommen okay. Wenn ich aus der Hüfte geschossen habe, habe ich zum Teil einfach bessere Ergebnisse erzielt. Wenn ich die Leute im Visiermodus hatte, ist es so, ich habe geschossen, dann haben die sich natürlich bewegt und ich habe die einfach nicht wieder, ja, wirklich in meinen Aim reinbekommen, sodass ich die abballern konnte. Aus dem Grund finde ich die Waffe im Großen und Ganzen gut, aber nicht unglaublich gut. Finde ich natürlich ein bisschen merkwürdig, weil ich weiß, dass sehr viele von euch die K3 als unglaublich starkes Maschinengewehr empfehlen würden, auch anderen Spielern. Ich persönlich würde mich dem wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig anschließen. Das soll nicht heißen, dass die Waffe schlecht ist. Sie ist gut. Aber das ist wieder so eine Waffe, da brauche ich wahrscheinlich ein paar Stunden mehr in Skill, um mich an sie zu gewöhnen. Also ich bin im Großen und Ganzen immer ganz gut dabei gewesen. Hatte meistens so eine 1,5 KD, sage ich mal. Das heißt, ich hatte meine Kills und bin auch gut vorangekommen. Aber ich finde, die Waffe hat auf jeden Fall ihre Schwächen im Fernkampf. Was für mich mit dem Maschinengewehr ein bisschen schlecht ist. Also Maschinengewehr ist natürlich nicht so gut wie eine Sniper. In dieser Karte war es natürlich sehr schlecht für mich, weil viele Leute mit einer Sniper unterwegs waren. Das heißt, ich habe sie gesehen, habe sie angeschossen, die haben gemerkt, woher kam der Schuss. Ich habe aber nicht genug Schaden gemacht, um sie down zu bekommen, bevor die mich anvisieren könnten. Natürlich hätte ich mich ein bisschen mehr bewegen können und ähnliches, aber im Großen und Ganzen war ich mit Maschinengewehren, mit anderen, mit denen ich unterwegs war, wie zum Beispiel mit der 249, war ich da besser unterwegs. Auf mittlere Distanz ist die Waffe wirklich sehr gut. Also da habe ich immer mehr meine Kills geholt, da konnte ich immer gut performen. Auf Nahkampf habe ich persönlich immer das Gefühl gehabt, war sie überhaupt nicht zu gebrauchen. Also viel Schuss, zu wenig Schaden. Heißt, wenn der andere nicht gerade durch die Gegend wirbelt und euch überhaupt nicht im Visier hat, wird er euch wahrscheinlich down kriegen, bevor ihr ihn down kriegt. Es sei denn, ihr seid wirklich gut im Aimen und habt immer Kopfschüsse. Dann ist diese Waffe natürlich perfekt, weil ihr habt viele Schüsse und könnt die Leute einfach so einen nach dem anderen wegballern. Ist aber im Normalfall beim Maschinengewehr nicht unbedingt der Fall. Daher ist diese Waffe für mich halt für den mittleren Kampf auf jeden Fall geeignet. Für diese Karte gibt es auf jeden Fall bessere Wahlen als das, was ich jetzt gewählt habe. Da würde ich die K3 wahrscheinlich nicht rausholen. Im Hangar, muss ich sagen, hat sie mir ganz gut gefallen, weil ihr da wirklich viele Laufwege habt, wo ihr euch ab und zu irgendwo hinstellen könnt, ein bisschen den Raum beobachten könnt und so euch auch auf etwas mittlere Distanz die Kills holt. Desert Camp war ich auch ein bisschen mit der unterwegs. Da waren aber wiederum viele Sniper unterwegs. Das ist immer für mich immer das Tödliche, weil ich mit Maschinengewehren meistens wirklich ein bisschen mehr auf Distanz bleibe, ein bisschen versuche auf Distanz mir die Kills zu holen und nicht in den Nahkampf. Und wenn viele Leute mit einer Sniper unterwegs sind, da komme ich auch nicht wirklich voran, da sie mich einfach vorher abknallen. Daher diese Waffe für etwas kleinere Karten auf jeden Fall empfehlenswert. Für Karten oder für Spielmodi, wo ihr Teams spielt, würde ich sogar sagen, auch auf jeden Fall empfehlenswert. Denn für mich ist dieses Maschinengewehr, die K3, wirklich die gute Wahl für den Sperrfeuer. Durch die höhere Feuerrate, geringen Rückstoß, sehr geringe Präzision. Aber wenn ihr seht es gerade im Hintergrund, ich kriege da richtig einen vorgebrezelt. Wenn ihr dann Kreuzfeuer geben wollt und wirklich als Team spielt, da ist vielleicht Team Deathmatch nicht unbedingt der richtige Spielmodus, dann ist dieses Gewehr wirklich sehr gut. Wenn ihr aber darauf hinaus seid, wirklich Kills zu holen, muss ich persönlich sagen, würde ich wahrscheinlich ein anderes Maschinengewehr bevorzugen. Bei Dam war ich mit dieser Waffe auch unterwegs, da ist es natürlich perfekt. Dam ist für mich so wirklich die Karte, Sniper rausholen, Maschinengewehr rausholen, da seid ihr gut dabei. Diese hat auch genug Feuerkraft, um durch die Wände wieder zu schießen, das heißt, ihr könnt euch dann auch den ein oder anderen Kill von Leuten holen, die noch in Deckung sind. Wiederum hat mir aber da wieder diesen Schaden gefehlt, der Schaden, der auch dann auf den Fernkampf mit mehreren Schüssen den Gegner down kriegt und wo ich dann sage, ja, die Waffe passt. Also ich finde, sie ist gut, ist auf jeden Fall nicht meine Top-Wahl. Wenn ihr euch die angucken wollt, tut es ruhig. Ich denke, ihr könnt es euch so jetzt durch dieses Video einen guten Eindruck machen. Aber im Großen und Ganzen habe ich einfach Waffen, die mir besser gefallen, besonders im Maschinengewehrbereich. Aber das wisst ihr ja. Wie gehabt, guckt euch auch die anderen Reviews an, da könnt ihr euch vielleicht einen besseren Gesamtüberblick einholen. Und vielleicht ist die K3 wirklich eure Waffe. Tja Leute, das soll es gewesen sein. Viel mehr habe ich zu der K3 gerade nicht zu sagen. Vielleicht werde ich nach einigen mehr Matches mal ein bisschen mein Review überdenken oder vielleicht mal eine andere Meinung dazu haben. Aktuell ist es das, was ich dazu zu sagen habe. Aber wie gewohnt bin ich auf
euch angewiesen. Also schreibt mir gerne in den Kommentaren, was haltet ihr von der K3, was macht sie für euch zu einer guten Waffe, oder wenn ihr der gleichen Meinung seid wie ich, was macht sie für euch eben nicht zu der besten Waffe oder zu dem besten Maschinengewehr. Falls ihr selber Videos macht, lasst mir gerne eine Videoantwort da. Einfach den Videolink kopieren von euch, in die Antworten rein, kleinen Text dazu schreiben, ich halte es frei, und dann können sich auch meine Abonnenten vielleicht einen Eindruck von eurer Spielweise und eurer Meinung zu dieser Waffe lassen. Das könnt ihr natürlich auch sehr gerne in anderen Videos von mir machen, von Skill 2. Ihr habt alle Waffen aktuell, außer Kapselwaffen. Dazu werde ich vielleicht mal ein anderes Video machen. Aktuell ist es aber noch nicht geplant. Aber so könnt ihr mir gerne Videoantworten dalassen und einfach mir zeigen, was haltet ihr von den verschiedenen Waffen in Skill Special Force 2. Gerne könnt ihr mir auch in den Kommentaren reinschreiben, was ich als nächstes zeigen soll. Ich habe da schon eine kleine Idee, was ich machen werde. Sehr wahrscheinlich wird es so in die Richtung gehen, dass ich verschiedene Maps nehme und sagen werde, mit was für Waffen ich dort spielen würde und warum. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder wenn ihr eine bessere Idee habt, könnt ihr mir sehr gerne auch diese Idee reinschreiben. Also, das sollte jetzt von mir gewesen sein, rund um die K3 und Skill Special Force 2. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao, ich bin dann mal raus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir doch gerne eins von meinen weiteren Skill Special Force 2 Videos an. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abo.